Gehend oder schon nicht schlecht, muss ich sagen. Aber irgendwie habe ich mir Ärger vorgestellt. Irgendwie. Ja, habe ich mir auch vorgestellt. Ich dachte auch vorhin, die ganze Zeit habe ich was Falsches eingestellt oder nicht. Das klingt wie ein Schnaufsager. Fahren tut es sich. So, meine lieben Freunde, ich kann das überhaupt nicht. Ihr werdet euch aber bestimmt fragen, wieso ich hier auf dem Sitz sitze und Intro mache. Aber es wird sich gleich auflösen, weil wir haben heute einen neuen Testfahrer hier für den C63S E-Performance. Nachdem Beppi krank ist, gute Besserung an den, aber der simuliert wahrscheinlich nur gelber Schein und so weiter. Michi hat keinen Bock, ist in Dubai, Abu Dhabi, keine Ahnung, wo er auch immer ist. Ich weiß auch nicht mal, wann er zurückkommt oder sowas. Ich bin natürlich immer am Start, aber ich habe heute einen neuen Testfahrer für uns organisieren können. Und ich würde doch mal bitten, den Testfahrer einsteigen zu wollen. Jetzt darfst du. Alter, wo geht das zu? Junge, geile Kai. Ey, ich muss erst mal 10 Meter nach oben. Geht der hoch? Ich bin aber kein Mercedes-Fahrer, deswegen bin ich das nicht ganz so gewohnt, wie das hier alles funktioniert, ja, das muss ich sagen. Man. Was fährst du denn für Autos sonst? Alles, nur kein Mercedes, witzigerweise. Alles, was kaputt gehen kann. Genau, so ist es. Freut mich, dass ich hier bin, mit dir in Spanien. Ja, das freut mich auch. Das ist eigentlich gescheit romantisch. Ja, eigentlich echt. In Malaga. Yeah. Schön eine Nacht in Malaga. Und wir sind mal wieder, wie es halt so üblich ist, sau zu spät. Weil sie mich zuerst nach Brüssel geschickt haben, bevor ich nach Spanien fliegen durfte, aus irgendeinem Grund. Ja, ich war in Zürich. Das hat ja so ein bisschen Sinn gemacht. Ja, also, dann würde ich sagen, machen wir an den Fahren wir los, oder? Wird da auf dem Start-Engine-Knopf sein. Geil. Ja. Also, man muss halt nochmal festhalten, wir sind hier in einem C63 und alles, was angeht, ist Elektro. Aber man muss sagen, hier diese 360-Grad-Kamera ist geisteskrank gut. Sie hat mir gerade im Parkhaus den Arsch gerettet mit den Felgen. Welche Kamera? Hier, die 360-Grad-Kamera. Was ist die? Die ist geil hochauflösend. Junge, okay. Damit kannst du Videos drehen. Lenkrad ist geiler, oder bist du deppert? Wen vertrete ich heute? Den Sepp, gell? Den Sepp und den Michi gleichzeitig. Scheiße, da muss ich voll Dialekt reden und fangen. Ja, das machst du doch eh schon. Okay, links, rechts? Kannst du. Achso, ich hab den Navi an, Mann. Ja, das ist verwirrend. Du hast so viele Bildschirme im Auto. Ich weiß gar nicht, wo ich hinschauen soll. Ja, das war auch das Problem, was ich die ganze Zeit jetzt hatte. Ich fand das Auto jetzt seit 2 Stunden vor dir, bis du gekommen bist. Ohne Alter, sogar auf den Knöpfen sind Displays. Ja, das ist geisteskrank. Also das auf den Knöpfen ist wirklich geil. Da kannst du das Fahrwerk, ESP und alles einstellen. Getriebe, wie das schalten soll. Obwohl man da schon ein bisschen mehr Einstellungen machen hätte. Machen. Junge, die Hinterklenken, die merkst du richtig. Ja, gell? Okay. Alter, bist du deppert. Weil ich wollte gerade sagen, es fühlt sich irgendwie so groß an. Ich meine, es fühlt sich auch riesig an. Ich bin jetzt nur aus dem Flughafen bergauf rausgefahren. Ja. Aber es fühlt sich irgendwie an wie eine E-Klasse, finde ich. Mhm, aber richtig agil. Ja, mit der Hinterachslenkung ist es arg gerade. Bin ich gespannt, wie das ist, wenn du es quer fährst. Ja, also ob wir heute quer fahren, das weiß ich noch nicht, aber ich hoffe das doch mal. Was macht der AMG-Knopf? Da kannst du deine Modis einstellen. Und du siehst, du hast so viele Einstellungsmöglichkeiten, dass das halt abartig. Ihr habt mich vorhin gefragt, ob ich mit AMG zurechtkomme und ich habe gesagt, ja. Ja, aber Alter, das ist ja absurd. Das war bei mir genauso, weil du hast... Weil wenn du 60-jähriger Rentner bist, glaube ich, springst du aus dem Auto aus. Ja, du hast einen Glättemodus, dann hast du dein Individual B. Bitte mach mir das Navi an, weil ich habe keine Ahnung, wo ich hinfahre. Ja, genau das Problem hatte ich auch. Heute Ehrenrunde müssen wir fahren. Also, wie gesagt, der Bildschirm an sich ist schon geil, aber der ist so überladen und du kommst halt so durcheinander. Das hatte ich bei mir auch. Ja, gut, das ist bei jedem neuen Auto so nicht mit den ganzen Displays. Wobei, ja, das ist schon sehr extrem, was ich sage. Ja, hier ist es echt krass. Und ob das sich halt dann mit der Zeit nicht einfach nur noch ablenkt, weiß ich halt nicht. Und was mir halt auch gerade aufgefallen ist beim Fahren, was für ein C63 auch wichtig ist, laute Musik. Dementsprechend, wir haben am Lenkrad laut und leise Regler, ganz normal. Aber was wir nicht am Lenkrad haben, ist nächster Track oder Track zurück. Da musst du mit diesem einen kleinen Navigationsteil am rechten Ding, mit dem Touchding darüber wuscheln. So, ohne Scheiß, es sind so viele Knöpfe am Lenkrad, ich könnte dir nicht mehr sagen, was. Ja, genau, du musst da mit den Pfeilen, musst du dann da unten hin zum nächsten Track navigieren und drückst da währenddessen noch 20 andere Sachen. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt das Gelbe vom Ei ist. The Yellow vom Sand, wie man so schön sagt. Soll ich dir sagen, was nicht das Gelbe vom Ei ist? Ja. Also mir geht es schon ganz cool, aber Alter, der Sound.
Ja, der Sound, der ist schon... Die alten V18 hat so richtig bissig irgendwie gewesen, weißt du, wie ich meine? Ja, und das ist halt das Ding. So richtig rotzig und grantig und das ist irgendwie... Und das war halt AMG. Ja, ich weiß auch nicht, in welchem Modus ich bin, muss ich sagen. Das siehst du da am C und wenn du am C drehst, dann kannst du bis auf Race rübergehen. Ja, und das ist halt einfach... Ich weiß es nicht. Es ist schon geil gemacht, aber irgendwie ist es halt auch ein bisschen too much. Schaut ein bisschen Sport Plus. Und ich hab vorhin. Ah, das. Oh, geh wieder zurück. Sport Plus und Race ist eigentlich so, wo es am lautesten ist. Da musst du einmal drauf drücken und jetzt, wenn es gelb ist, drückst du gedrückt. Aber wirklich, ich habe versucht, da in die Kurven reinzugehen. Hat sich jetzt nicht so viel getan, aber. Wenn da sich einer auskennt, dann ist, bist du das, glaube ich. Ich glaube, dir fehlt das Navi, oder? Kann das sein? Ja. Ja, und das meine ich, das ist halt so... Ich weiß es nicht, es ist halt schon... Junge, warum geht's? Der geht wieder G-Klasse nach hinten, oder? Wenn es dir Gas gibt. Ja, das ist die schöne Elektropower. Und wenn du siehst, der Elektromotor, der ist ja schon fast zur Hälfte leer, also die Batterie. Und ja, ich bin da hingefahren, oder? Bei mir war es gerade auf 100%, sag ich dir, wie es ist. Und wenn die leer ist, weiß ich halt nicht, was da los ist, weil... Vierzylinder. Ja, Vierzylinder, 480 PS, glaube ich. Da werden die im Dreifach ein bisschen lachen. Ja, das ist halt das. Wenn du einen Vierzylinder baust, ist ja kein Problem. Sagt ja keiner was. Beim CLA 45 und A 45, jeder hat es gefeiert. Also ich kenne keinen, der gesagt hat, das sind scheiß Autos. Aber halt jetzt einen Vierzylinder und das dann noch 63er zu nennen. Ja, schwierig. Weiß ich nicht, ob man sich da einen Gefallen damit tut. Weil da finde ich den Ansatz von BMW schon viel geiler, dass sie sagen, hey, 6-Zylinder geht noch, aber alles drunter machen wir nicht, weil dann gehen wir direkt auf Elektro. Weil es bringt nichts. Wenn du so einen 4-Zylinder hochzüchtest, 2 Liter und gibst ihm 480 PS oder weiß ja geil, wie viel der jetzt hat, weiß ich halt nicht, wie lange der das mitmacht. Weiß nicht, das ist halt einfach viel zu kompakt alles. Aber jetzt latsch mal durch, alter Schwede. Gehen tut er schon nicht schlecht, muss ich sagen, aber irgendwie habe ich mir Ärger vorgestellt. Irgendwie. Ja, habe ich mir auch vorgestellt. Ich dachte auch vorhin die ganze Zeit, habe ich was Falsches eingestellt oder nicht? Es geht nicht schlecht, aber es ist jetzt, weil ich mir gedacht habe, mit dem Elektro und sowas, das ist sicher brutal, wie das funktioniert. Dachte ich eben auch. Aber es ist doch gar nicht so brutal. Vielleicht bin ich einfach nur verwöhnt. Du bist ja, auch verwöhnt, du bist den E-Tron die ganze Zeit gefahren jetzt. Und das denke ich mir halt eben auch. Bin ich etwa verwöhnt? Weil ich war jetzt vorhin zum Beispiel am Strand, da ist einer hergekommen, der ist ausgeflippt mit dem Auto und ich habe ihm halt so versucht zu sagen, das ist der Vierzylinder, so, der ist halt okay. Chill mal, Bruder. Ja, der wollte auch, dass ich Rev und alles. So, ja, das ist halt Vierzylinder, was soll da kommen? Der rotzt ja auch nicht mehr raus oder sonst irgendwas. Ist halt nichts so mit Schubabschaltung und sonst was. Aber der hat das so gefeiert und da habe ich mir auch überlegt, fuck man. Wir bin ich einfach zu verwöhnt oder wenn er das halt so feiert, dann vielleicht liegt das Problem auch an mir oder halt generell an uns, aber ich sag nicht, dass es ein scheiß Auto ist, aber wie gesagt, dieser 63er Label ist halt einfach für, muss nicht V8 sein, aber ist halt für, steht halt für was anderes meiner Meinung nach. Wie schalte ich Heckantriebe? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe vorhin auch gesucht und gesucht. Wir hätten vielleicht uns doch eine Einführung geben. Lass es mal den netten Herrn eingehen. Da kannst du nur Autowaschanlagenmodus einschalten. Das finde ich aber auch sehr interessant, muss ich sagen. Autowaschanlagenmodus, alter Schwede. Hast du nur auf Heckantrieb fährst, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt geht, um ehrlich zu sein. Doch, ja, mir das war meine erste Frage, witzigerweise. Ja gut, du brauchst es ja natürlich. Ich muss auch sagen, wir haben die zwei größten Trottel in das Auto reingeguckt, glaube ich. Ja, das von allen 8 Autos, die wir rumfahren, glaube ich, sind wir das ja. Polydoten-Auto. Ja, gut, also... Also ohne Scheiß, das allerletzte. Ja, das ist halt einfach das Problem. Das war auch beim 1049 so. Du hast halt viel zu viel Technik und halt auch viel zu viel und auch viel zu abgespaced, finde ich. Weil wenn man jetzt hier schaut, wenn wir auf AMG gehen, nee, zwar nicht auf AMG, da kennst du halt gar nicht mehr aus. Wo war das denn? War das hier? Gehst du auf das Performance? Wie so ein Videospiel. Ja genau, dann hast du halt hier erstmal die Anzeige. Oh, aber achso, okay. Es sieht schon cool aus, aber dann hast du Newtonmeter und Poweranzeige. Das ist auch okay. Energy Flow, keine Ahnung. Also ob es das alles braucht? Weiß ich nicht, Digga. Der wiegt gar nicht so wenig, gell? Der ist schon relativ schwer. Ich muss sagen, ist soundtechnisch denkst du, huckst in einem A45 drinnen. Ja. Und fahrtechnisch ist es ein bisschen wie eine E-Klasse.
Ja, das ist es ja. Es ist ja nichts Schlimmes, in einem A45 drin zu sitzen, aber es ist halt kein 63er. Aber es ist kein 63er, ja. Dieses Blubbern von den AMG V8. Ja. Von den alten C63 und so. Ich bin mit Jonas seinem gefahren und mit meiner Schwester ja auch diesen V8 von AMG und alles. Das ist schon sehr geil. Ja, das ist voll. Halt das ist halt nochmal ganz, das ist eine ganz ja. andere Welt gewesen. Wenn du überlegst, 6,2 Liter oder halt dann auch der 5, irgendwas oder 4, weiß der Geier was. Legendäre Motoren, also eigentlich fast alles vor OPF war unschlagbar, aber halt natürlich auch nach OPF. Was ich aber ganz geil finde, sind die, das Knallen beim Gangwechsel, aber das merkst du, dass es künstlich ist, aber es klingt ganz cool. Ja, ja, es klingt schon geil, aber... Du merkst halt, dass es einfach aus dem Lautsprecher kommt. Ja. Aber da haben wir letztens auch gerätselt, weil das hat der 43er auch. Und es kommt tatsächlich aber auch ein Teil von außen. Wirklich? Ja, deswegen, das nicht nur Lautsprecher, aber halt schon durch die Lautsprecher verstärkt. Klingt so, als würde jemand hinten kurz reintreten. Ja, eben. Das ist halt, glaube ich, das, was die Leute am meisten triggert. Es wird keinen interessieren, wenn das Teil der 43er wäre. Ja. Wenn aber so ist halt einfach wirklich schön. Wenn es halt wenigstens der Sechszylinder wäre. Ja, eben. Dass wenigstens bei BMW, dass wenigstens wirklich dass diese Gegenüberstellung hast. Eben. Und das Ding ist halt, keine Ahnung, ob du jetzt den 43er nimmst oder jetzt den hier, macht vom Motor jetzt nicht mehr, viel Unterschied. Ja. Deswegen weiß ich nicht, ob sich Mercedes da mehr gefallen getan hätte, wenn sie sagen würden, okay, wir können keine Sechszylinder bauen, weil Regularien oder ist halt nicht mehr. Aber halt dann den 43er da lassen und das Teil nicht 63 nennen, sondern 43. Ich glaube, dann wird sich kein Mensch darüber aufregen. Mal einfach zu sagen, hey, ist halt leider nicht mehr, 1063 ist halt leider tot. Geht nicht mehr. Wir können es nicht mehr machen, CO2-Richtlinien, EU-Richtlinien, weiß der Geier was. Geht nicht mehr. Aber ja, das ist halt das, wo sich die Leute am meisten über aufregen, wo ich auch sagen muss, das ist verständlich. Erklär mal einem V8 C63-Kunden, der seit weiß Gott wie lange einen C63 mit 8 Zylindern hat, dass der Brudi jetzt hat mit 4 Zylindern und 2 Litern fahren muss. Klar, und davor haben sie sich immer noch draufgeklebt auf die Autos, ja, nur eben, Milch und Orangensaft kommen in 2 Liter. Ja eben, das ist es ja. Du wirst halt nie den klassischen V8-Fahrer damit abholen können. Das wird meiner Meinung nach nie funktionieren. Für was kannst du dann einen Fingerabdruck? Für was das denn? Ja, und das ist halt das Ding, wo ich mir denke, wieso braucht ein Auto einen Fingerabdrucksensor? 9 Gänge ist aber auch witzig eigentlich. Ja. Ja, das ist schon cool, wenn du halt so ein paar Gänge... So zum Chillen, ja, zum Autobahn, easy fahren. Mega nett. Ist es halt schon entspannt, aber ob das halt performance-technisch so viel Sinn macht, weiß ich halt nicht. Ich dachte mir eben auch, ich bin gefahren und ich dachte mir so, mach ich irgendwas falsch? Das geht nicht. Weil ich dachte mir so, okay, Leistungswerte und auch Newtonmeter sind krass. Ja. Aber was halt da dann? Na, aber du liest dir das. Ich habe vorhin meinen Kollegen gesagt, weil sie gefragt haben, was machst du in Spanien? Ich so, ja, C30 gefahren. Also erstens kommen, der ist Vierzylinder, nicht geil. Ich so, okay. Ich habe mich nur mit dem Auto beschäftigt. Dann haben sie geschrieben, so weiß ich, 670 PS oder sowas und fast 1000 Newtonmeter. Denkst du dann schon, es geht echt richtig schnell. Da haben wir schon gedacht, okay, könnte schon witzig sein. Aber wenn du jetzt dann im zweiten bei 60. Ja, also. Er drückt schon rein, aber jetzt nicht so, wie es das dir vorstellt mit 1000 Newtonmeter. Nee, gar nicht. Also hat er 1000 Newtonmeter jetzt oder nicht? Nicht auf die ganze Zeit den Scheiß labern. Nee, ich hab auch das so gelesen, dass er 1000 Newtonmeter hat. Weil 1000 Newtonmeter drückt dich eigentlich normalerweise. Mein Supra 1100, das drückt dich eigentlich schon ordentlich in Sitz rein normalerweise. Ja, eben. Und ich weiß halt nicht, ob der Motor halt förderlich ist, weil die gehen halt dadurch noch mehr diese Emotionen verloren. Ja, emotional ist es nämlich überhaupt nicht, muss ich sagen. Und das wäre es ist halt einfach schade. Eben, es fährt halt einfach. Aber genug gemeckert. Also ich würde sagen,
Ich will ja nicht mehr meckern, aber es ist einfach. Nee, es ist nicht meckern, aber. Es ist einfach so. Es ist halt so, ja. Es ist halt einfach unsere ehrliche Meinung. Unsere Meinung, ja. Wir wollen ja auch nicht alles schönreden. Ja. Und ich weiß, dass C63 extrem kontrovers ist, aber extrem. Und ich versuche mich auch wirklich mit dem Auto anzufreunden, ohne unvoreingenommen an die Sache ranzugehen. Mercedes macht es uns schon sehr schwer, muss ich ehrlich sagen. Von daher würde ich sagen, wir fahren jetzt mal Richtung Rennstrecke. Schauen uns das nochmal da in Ruhe an. Was er spricht. Genau. Wir können vielleicht dann nochmal das Auto ein bisschen von außen nochmal zeigen, obwohl wir das schon im anderen Video gemacht haben, wo ihr hier oben hinkommen könnt. Tatsächlich oder da oben, ich habe keine Ahnung. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf der Rennstrecke wieder. Wir haben auch gar keine Akkus dabei, deswegen müssen wir auch mal die Kameras ein bisschen schonen. Wirklich? Ja, der Michi hat alle Akkus in Dubai. Das ist auch super. Danke, Michi. Also, bis dann. Ein paar Einfahrrunden später. Junge, die Strecke ist geil. Ja? Die taugt mir. Aber Alter, die Bremsen sind so am Arsch schon. Ohne Scheiß, das merkst du doch auch, oder? Ja, mir fällt schon auf, dass es schon sehr, sehr heftig ist. Es sind auch Stahlbremsen, also ich glaube nicht, dass die da so lange mitmachen werden. Aber für das, was es wiegt, fährt es eh arg auf der Strecke, muss man eh sagen. Aber es ist halt leider emotionslos. Ja. Ich könnte genauso gut für den Tesla auf die Strecke fahren. Wäre vielleicht noch ein bisschen weniger emotionslos, aber würde auch nicht mehr viel Unterschied machen. Ich habe gerade irgendwas gedrückt und ich weiß nicht was. Weil da so viele Knöpfe sind am Lenkrad. Ja, eben. Du kommst die ganze Zeit auf irgendwas und drückst irgendwas um. Aber seitenmäßig sieht es richtig gut aus. Also ich kenne mich überhaupt nicht aus, was ich mache. Ja, aber spürst du was von dem Boost? Weil für mich fühlt es sich einfach an wie Kickdown. Ich habe jetzt auch nicht Boost gegeben. Ja, es ist ja auch nichts anderes. Es ist einfach nur Kickdown. Hm. Ich habe irgendwie kein Vertrauen in die Bremsen, muss ich sagen. Ja, oh, ich spüre es. Alter Schwede. Und ich würde gern querfahren, aber ich darf nicht. Ja, das kann ja mal aus Versehen passieren, oder nicht? Ah, jetzt, alles geht. Also, das war jetzt der Boost. Ach so. Ja, gut. Das lauteste am Auto sind die Bremsen, weil die so hin sind. Das ist echt krass, Mann. Mir ist witzig, dass ich sage, 5 Autolängen und es fährt einfach jeder so dicht auf. Oder was ist jeder, wir zwei? Das gehört dazu. Das klingt wie ein Staubsauger. Na, es fährt sich eh ganz nett, das kann man nichts sagen. Steif ist es brutal. Und man muss auch dazu sagen, dass wir nicht in unserem geliebten Kombi sind, sondern in der Limousine. Ja. Da sieht die Welt schon nochmal ganz anders aus. Ja. Junge, die Bremsen sind am Arsch. Alter Schwede, Mann. Boah. Da musst du mich direkt festhalten, Alter. Boah. Digga. Alter! Aber es fährt sich schon ganz nett. Boah. Nur das mit den Bremsen ist wirklich Arsch. Untersteuern tut das sehr viel. Ja. Alter. Untersteuern, untersteuern, untersteuern. Die Bremsen. Das ist abartig, Mann. Lass mal selber schalten, vielleicht taugt ihm das ein bisschen mehr. Boah. Boah. Die Hütchen hat er zusammen, nicht ich. Hütchen down. Der Kollege hat das aber richtig zerfetzt, Alter. Oh. Aber jetzt mal wieder, der Bernd, der fährt so krass, das ist abartig, Mann. Wer ist der Bernd? Der vor uns, oder was? Ja, Bernd Schneider. Alter, also, Dezember ist er. Kenn ich nicht. Ja, also jetzt kenn ich ihn schon. Ja, jetzt schon. Er bremst eh arg, aber ich habe halt irgendwie Angst, dass er aufhört, irgendwann arg bremsen. Ja, eben. Das wird schon sehr weich, das Gaspedal. Ja? Ja. Boah, boah. Bist du da aus Versehen gedriftet? Aussehen, Entschuldigung, Bernd. Das passiert. Sorry! Ich glaube, so deppert wie wir ist heute noch keiner gefahren. Au!
da kann ich gar nichts so dafür, du fährst. Ach, jeder Mo. Junge, der fährt doch die ganze Zeit die Hütchen um. Alter, Mo, Mann. Der hat, glaube ich, ein persönliches Problem mit dem scheiß Hütchen. Auch nur in der Kurve. Aber wenn sie selber schalten lässt, das ist irgendwie nicht so geil, muss ich sagen. Ja? Das wundert mich jetzt aber. Wenn wir runterschalten, dann soll das drauf gemacht werden. Aber hast du gesehen, dass er diese Rennstrecke hier kennt? Ja, der hat schon ein paar Rennstrecken eingespeichert. Ja. Das ist schon krass. Nein, ich muss sagen, also Fazit. Müssen wir Fazit geben, ja, oder? Ja, das können wir auch später draus machen. Wie du möchtest. Okay. Kannst du schon mal anteasern. Mir ist gerade so nett. Na, es fährt sich eh gut auf der Rennstrecke. Mei, was erwartet man sich von einem neuen C63? Wäre schade, wenn es nicht machen würde. Es fährt sich gut, es ist wahnsinnig hartes Fahrwerk, was aber eh auf der Rennstrecke mega geil ist. Nur, wie oft wird das Auto auf der Rennstrecke bewegt werden von den Leuten? Ja, überschaubar. Ja. Die Bremsen, die Stahlbremsen, ich weiß nicht, gibt es ja Keramikbremsen, gibt es sicher. Müsste ja eigentlich fast. Sind jetzt vielleicht nicht sofort darauf, wenn du damit auf der Rennstrecke fährst. Sound nach wie vor auf der Rennstrecke auch nicht gerade viel besser. Geil ist, dass er die Rennstrecke eingespeichert hat. Wieder die Frage, wie viele Leute werden das nutzen. Ja, diese ganzen Telemetriesysteme sind schon geil, aber wie du sagst, wer nutzt das? Wer nutzt das? Also es wird auch mit dieser Boost-Funktion, mit dieser Overboost-Funktion oder wie auch immer das heißt. Es ist zwar ganz nett, aber. Ja, ist ein nettes Feature, aber mehr auch nicht. Ja. Ja. Da wäre es mal lieber, man könnte ihn auf Heckantrieb umstellen statt der Overboost-Funktion. Ja. Achso, man kann doch nicht auf Heckantrieb umstellen. Ich weiß es nicht, aber ich habe bis jetzt noch nicht rausgefunden und es sagt mir auch irgendwie keiner. Deswegen gehe ich irgendwie davon aus, dass man es nicht umstellen kann. Ne? Das wundert mich. Ja. Ab sofort professioneller Autotester. Ja, bist du doch. Du liegst so geil da drin, Alter. Oi, da muss ich gar nichts. Er wird schon. Er untersteuert zwar auch gerne, durch ein Allrad logischerweise. Aber so, wenn du ihn reinwirfst in die Kurven, dann will er schon ein bisschen querfahren. Das taugt man eh. Ausschauen finde ich eigentlich auch ganz cool, aber können wir nachher nochmal kurz drüber gehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Was man auf jeden Fall mit Sicherheit sagen kann, ist, dass wir die zwei Volltrottel-Leute wieder sind. Ja, aber den Job machen wir gerne. Ja. Die haben uns schon wieder alle angeschaut, als wären wir, ich weiß nicht was. Ich würde auch sagen, dann sehen wir uns doch gleich wieder vorm Auto. Ja, schauen wir uns das nochmal an, das Auto. Reden wir nochmal über das Auto. Ja. Und dann, denke ich mal, können wir auch unser Fazit fällen, nachdem wir hier die Rennstrecke aufgerissen haben, oder? Ja, sowieso. Machen wir das so. 6,5 Stunden später. Okay, also, der Robert und ich sind auf einer Rennstrecke, geht jetzt auf eine abgesperrte Straße. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja. Und wir haben was Geiles rausgefunden. Den Heckantriebmodus. Aber ich bin da schon drauf gekommen, dass der irgendwie trotzdem relativ viel Grip hat. Ja, das ist krass, oder? Das ist echt brutal. Ich glaube, weil er so viel wiegt einfach. Also er will trotzdem nicht so richtig querfahren. Ja, wenn du überlegst, das Teil wiegt 2,15. Ja. Das ist eine Ansage. Gut, es hat zwar 680 PS mit, aber wenn halt die Batterie voll ist, natürlich. Und 1020 Newtonmeter, aber trotzdem. Na, dem fehlt das irgendwie. Das Drehmoment fehlt dem gleich unten aus, ein bisschen irgendwie zu Körpern. Ich glaube, dass die Gänge irgendwie zu kurz übersetzt sind zum Querfahren richtig. Ja. Was wir natürlich immer noch nicht wollen. Wir wollen nicht querfahren. Nein. Also, wo denken wir denn? Das gibt's nicht. Gar nichts. Also, es geht schon vorwärts, so ist es nie, aber es fühlt sich ja nicht an wie knapp bis 700 PS. Na. Und ich meine, das Ganze ist nochmal Turbo aufgeladen und Elektro aufgeladen. Ja. Also, eigentlich müsste der Punch von unten raus da sein, dass aber alles vorbei ist. Ich gehe auch aufs Pedal und der Verzögerung kommt mir irgendwie vor. Also ja, es ist kein Punch, da ist es halt so. Na, es ist. Jo, ich fange jetzt mal an zu fahren und schau mal, was passiert. Auch wenn du ein bisschen reinwirfst und so, er will einfach nicht. Nee. Der mag das nicht. So richtig. Nee. Wenn du es gegen die anderen verglichen hast früher, da hast du richtig dagegen kämpfen müssen, dass die nicht querfahren. Ja. Da muss ich einmal. Geht's schon? Ja. Achso. Wir haben hier noch ein kleines Fazit versprochen, wie sich das Auto fährt. Optisch, glaube ich, muss wenig dazu sagen.
Es fährt sich. Nein, optisch finde ich es ganz schön, muss ich sagen. Ich meine, Mercedes baut schöne Autos, das wissen wir eh alle miteinander. Optisch ist er nicht schier. Er könnte ein bisschen breiter sein, wenn man sich den N3 anschaut im Vergleich dazu. Schaut er ein bisschen bulliger aus, aber das ist halt ein bisschen eleganter. Mercedes ist halt einfach die elegantere Marke. Fahren tut es sich. Nein, es fährt sich ja nicht schlecht, es fährt sich gut. Aber mir persönlich haben die alten einfach besser gefallen. Ich bin mit einem Black Series gefahren, ich bin mit dem Vorgänger gefahren. Ich weiß jetzt die Modelle kurz nicht, weil ich mich mit Mercedes nicht auskenne. Kein Plan. Aber das finde ich einfach logischerweise emotionaler. Der V8, das ist einfach dieses bullige, rotzige. Du musst ein bisschen aufpassen, wenn du fährst. Du musst aufpassen, dass du dir nicht wehtust, dass du dich nicht umbringst, sonst irgendwas. Und das hast du da einfach alles nicht mehr. Das Auto hat Allrad. Und selbst im Heckantriebmodus hat das so viel Grip, dass du einfach ein 12-jähriges Kind reinsetzen kannst und das kann damit jetzt die Straße hochfahren und das passiert eigentlich nicht viel, wenn es einigermaßen fahren kann. Also, na, es ist ein super schnelles Auto auf der Rennstrecke und sowas, keine Frage, auch wenn es schwer ist, aber es ist einfach, es fehlt ein bisschen die Emotionen. Ja, leider. Die sind leider verloren gegangen. Eh verständlich, es geht einfach nicht mehr mit diesen ganzen EU-Regulationen und bla bla. Verstehe ich, kein Problem. Aber hätte man nicht vielleicht doch einen 6-Zylinder nehmen können statt einen 4-Zylinder, wäre das vielleicht eine Option gewesen. Ja, oder wenn man hier keine 6 gemacht hätte. Ja, sondern einen 5er oder einen 4er. Eine 4 wird passen. 4er. Da wäre keine böse. Okay, ja. Und es fährt sich auch so, finde ich. Es fährt sich wie ein C43. Ja. Das ist kein 63 mehr. Nee, null. Das hat damit einfach leider nichts zu tun. Leider, wirklich. Mei, es ist ein AMG, ja, aber ja, kein 63er. Ja. Nee, wie wir schon gesagt haben, es hat keine 63er Vibes mehr, leider. Wir können euch auch noch kurz einen Soundcheck geben, wenn ihr wollt. Ja, das machen wir noch gleich im Anschluss. Nicht viel rauskommen, aber ja. Dann hört es wenigstens einmal. Ja, dann setz doch mal rein. Ja. Zeig doch mal, was da geht. Boah, das tut weh. Boah, das tut wirklich weh. Scheiße, Alter. Also, ich hab. Das tut weh, wirklich. Ich glaube, da muss man nicht viel mehr dazu sagen. Sondern noch Flyby, ich mach noch kurz Flyby. Also, wie gesagt, Leute, ich denke nicht, dass Mercedes keine schnellen oder lauten Autos mehr bauen möchte. Das ist, denke ich mal, nicht die Intention von Mercedes, aber Mercedes kann natürlich auch nur das machen, was erlaubt ist. Und wenn die neuen Vorgaben so sind, dass es nicht mehr erlaubt ist, da rauszurotzen, V8 zu bauen, weiß der Geier was, dann ist es halt leider so, dann muss sich auch Mercedes dem leider beugen. Die sind kein Kleinserienhersteller, sondern sind halt einfach große Serie. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, das Auto steht richtig geil da. Wir haben auch nicht über das Auto an sich zu meckern, weil es ist kein scheiß Auto. Aber wie gesagt, den Punkt, den wir jetzt, glaube ich, schon 20 Mal gesagt haben, das hat der Typ da irgendwelche Probleme damit. Irgendwie ist es so kompliziert, ohne Scheiß. Was versuchst du denn? Ja. Was willst du machen? Race Start. Ja, das auch. Also das mit diesem Driftmodus werde ich in meinem Leben niemals verstehen. Also Race Start ist auf jeden Fall, wenn dann komplett Bremse durch und Gas durch. Bremse durch und Gas durch. Ja, alright, was sagst du denn jetzt noch als Abschlusswort? Fertig. Ja. Es war mir eine Ehre, auf diesem Kanal ein Auto reviewen zu dürfen. Es war mir eine Ehre, dass du Zeit hattest, so kurzfristig. Ja. Mir ist es nett gewesen, also ohne Scheiß, ich habe es sehr genossen. Vielen Dank dafür, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn der Beppe nochmal krank ist, dann werde ich wieder für den Beppe einspringen, wenn ich Zeit habe. Ja, spring rein, hau dich rein. Fahren wir zum Hotel, essen wir was Feines. Machen wir doch so. Das sind unsere Kollegen, habe ich die Ehre. Servus. Ich komme rein. Ah. You wanna ride with us? You wanna...